Seit meinem Klostereintritt oder vor allem dann nach Abschluss meines Studiums und wie ich Priester geworden bin, das war gerade die Zeit, wo Johannes Paul II. Eine Enzyklika Laborem Exercens, eine Theologie der Arbeit und damit der gesamten Wirtschaft versucht hat, wieder einmal in der Tradition der katholischen Soziallehre zu verwirklichen, bin ich als Diplomkaufmann und früherer Manager in der Logistik einerseits und als Magister der Theologie und Priester und Ordensmann andererseits immer wieder und häufig in den Bereich der katholischen Soziallehre gerufen worden, um dort zu referieren und auch zu publizieren. Diese katholische Soziallehre ist im 19. Jahrhundert von einigen Denkern, ich möchte in Deutschland vor allem den Bischof Wilhelm Emanuel von Kettel aus Mainz erwähnen, aber da gibt es natürlich eine Vielzahl von anderen Denkern. In Österreich ist es der heilige Clemens Maria Hofbauer aus der sogenannten Sozialromantik. Die Kirche hat sehr wohl bemerkt, dass im 19. Jahrhundert eine soziale Krise entsteht. Und sie hat eigentlich parallel zu den Entwicklungen einerseits des Marxismus, ich verwende meine linke Hand, und andererseits des liberalen Kapitalismus, hat sie versucht, dieses Geschehen in der Wirtschaft zu begleiten und zu steuern mit Enzykliken. Die erste berühmte ist Rerum Novarum von Leo dem 13. 1891. Dann gibt es eine Reihe von Dokumenten über Pius den 12. bis Zweites Vatikanisches Konzil. Paul der 6. entdeckt die Entwicklungsfrage, die ein nicht unwesentlicher Aspekt der wirtschaftlichen Problematik ist. Johannes Paul der 2. schreibt in Centesimus Annus 1991, 100 Jahre katholische Soziallehre, ein atemberaubendes Dokument, weil dort nämlich abgesehen von der Soziallehre, die er dort vertritt, jener Papst, der nicht unwesentlich zum Sturz des realen Sozialismus beigetragen hat, in dieser Enzyklika sozusagen eine Schilderung aus seiner Sicht mit höchster lehramtlicher Autorität, sagen die Katholiken, also nicht irgendein Essay, sondern etwas, das wirklich Gewicht hat, verkündet hat, wie denn nun die Situation von 1989 und danach zu sehen ist. Ich habe nämlich das Gefühl, meine Zeit bei Schenker war also lange vor dem Jahre 1989 und ich beobachte seit 1989 einen natürlich logischen Paradigmenwechsel, der sich in dieser Situation ergeben hat. Und dabei habe ich das Gefühl, dass wir falsche Diagnosen und in Gefahr sind, auch daraus falsche Weichenstellungen für die Zukunft zu machen. Wenn Ihnen gesagt wird, im Jahre 1989 hat der Kapitalismus gesiegt, so rate ich Ihnen vorerst einmal die Definition, was denn nun tatsächlich unter Kapitalismus gemeint wird, nachzufragen. Denn wenn es jener liberale Manchester-Kapitalismus des vorigen, des 19. Jahrhunderts gewesen sein sollte, da gesiegt haben sollte, dann ist es erstens eine Lüge. Denn es war nicht der Sieg eines Wirtschaftssystems im Westen, der dagegen gekämpft hat, sondern die Autodestruktion eines in sich nicht haltbaren Systems, das den Markt und das Unternehmertum ausgeklammert hat, das in sich selbst implodiert ist und nicht der Sieg bestimmter wirtschaftlicher Kräfte im Westen. Wir waren ja alle höchst überrascht damals, wie das geschah im Jahr 1989, der Fall des realen Sozialismus, der Fall der Mauer hier konkret in Berlin und der Eiserne Vorhang durch quer Europa, das war ja für uns alle überraschend und die Hauptelemente waren nicht eigentlich die Wirtschaft, die war dort destruiert und daher nicht mehr tragfähig. Es war aber auch sehr stark der Freiheitsdrang der Menschen. Sie erinnern sich an die Botschaft in Prag, wo die ostdeutschen Bürger hinkamen und in Ungarn dieses Drängen an der Grenze nur hinaus. Und Johannes Paul II., der als polnischer Papst mit seinen Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa nicht unwesentlich zum Sturz beigetragen hat, nennt in dieser Enzyklika zum Beispiel zu der Frage Kapitalismus eine hochinteressante Passage, wenn er sagt, ich zitiere ungefähr, wenn unter Kapitalismus ein System verstanden wird, wo nur der Gewinn ausschlaggebend ist und ohne Rechtsordnung die Wirtschaft sich selbst überlassen wird, weil der Markt ein Gott ist, in dem alles sich von selber regelt, dann ist das bestimmt falsch. Erstens hat es nicht gesiegt und zweitens, wenn wir dieses System auf die Zukunft übertragen, und ich habe das Gefühl, dass ein paar krisenhafte Erscheinungen seit 1989 daher entstehen, weil man aufgrund der falschen Diagnose, was 1989 passiert ist, ein paar
Hebel in die falsche Richtung gedreht hat, nämlich auf einen falschen Kapitalismus. Natürlich, ich bin Marktwirtschaftler genug, um zu sagen, der Markt ist nützlich, aber er ist nicht heilig. Er ist weder Gott noch Teufel, er ist nützlich, muss aber vor einer bestimmten Tendenz der Autodestruktion geschützt werden, um so dem Menschen dienbar zu sein und nicht den Menschen zu vermarkten. Diese, und Johannes Paul sagt dann andererseits, wenn wir allerdings unter Kapitalismus, der Begriff soziale Marktwirtschaft ist in der internationalen Sprache ja kaum rezipiert. Wir haben im Deutschen diesen Begriff, ein System gemeint ist, wo der Markt existiert, aber dem Menschen dient, die Rechtsordnung den Menschen schützt und auch andere Werte wieder gewinnen, wesentlich und gut für die Wirtschaft sind, dann hat dieser Kapitalismus, der aber eben nicht der liberale, extreme Turbokapitalismus ist, darf gesiegt haben und darf auch Maßgaben für die Zukunft der Gestaltung der Wirtschaft in sich bringen. Als Schlaglicht auf die Entwicklung der katholischen Soziallehre, die aber auch nach Johannes Paul II. Weitergegangen ist, unser deutscher Papst Benedikt XVI. Hat bereits zwei sehr gute Sozialenzykliken geschrieben. Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe, und Caritate in Veritate, zwei Sozialenzykliken, die also die Soziallehre weiterschreiben. Ich hatte als Sozialethiker und Vertreter der katholischen Soziallehre im Jahre 2005, Tod Johannes Paul II. Und Amtsantritt von Benedikt XVI. Josef Ratzinger, das Gefühl, hurra, jetzt ist einmal für einige Jahrzehnte Ruhe mit der Soziallehre. Ich kann mich auf das vorhandene Depositum an katholischer Soziallehre stützen und daraus schöpfen. Denn ein Dogmatiker wie Josef Ratzinger, den ich persönlich sehr schätze, er hat uns sogar ein Heiligenkreuz besucht im Jahr 2007, wird sicherlich keine Sozialenzykliken schreiben. Oh, da habe ich mich aber schwer getäuscht. Es ist auch unserem jetzigen Papst durchaus ein Anliegen. Um ganz kurz in 5 Schlagworten die Grundelemente der katholischen Soziallehre seit 1891, vorbereitet durch eine ganze Schule in Deutschland und Österreich der sozialen Denkweise, zu schildern, so sei ein Prinzip genannt, das vor der Entwicklung der katholischen Soziallehre schon da war, nämlich seit Aristoteles und Thomas von Aquin, das Gemeinwohl, dass also alle Schichten in der Gesellschaft und alle Beteiligten an dem System gemeinschaftlich wohl, gut versorgt, Anteil haben an positiven Entwicklungen, insbesondere wirtschaftlicher Art. Die jetzt folgenden 3 Prinzipien der katholischen Soziallehre, die vor allem in einer Enzyklika aus dem Jahre 1931, 40 Jahre katholische Soziallehre von Pius XI., wahrscheinlich unter wesentlicher Mitwirkung des deutschen Sozialethikers Oswald von Nellbräuning aus der Gesellschaft Jesu entstanden ist, diese Sozialenzyklik Quadragesimo Anno im 40. Jahre nach Rerum Novarum formuliert die 3 Prinzipien. Das Personalprinzip, also der Mensch ist Ebenbild Gottes, ihm gebührt der höchste Wert und er ist nicht den wirtschaftlichen Zwängen unterzuordnen, sondern sie dient ihm. Johannes Paul II. Hat das dann genannt, der Mensch ist nicht Objekt der Wirtschaft, sondern Subjekt der Wirtschaft. Er ist nicht ein Produktionsfaktor. Auch das Wort Human Capital ist also, glaube ich, vor ein paar Jahren mal zum Unwort des Jahres erklärt worden. Natürlich kann man, wenn man sagt, also der Mensch ist für uns in der Wirtschaft das oberste wertvolle Objekt und so Human Capital versteht, dann soll es ja recht sein. Aber wenn wir ihn als Produktionsfaktor sehen, der mit Geld und Grund und Boden und in eine Maschine verarbeitet wird, damit dann unten ein unpersönliches Bruttosozialprodukt oder ein Unternehmenserfolg, da wäre er also negativ zu sehen, herauskommt, dann kann das nicht die wahre Einschätzung des Ebenbildes Gottes, des Menschen sein, für den das alles da ist.